Hallöchen YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Commentary. Heute gibt es mal wieder Uncharted 3 auf der Map Flugplatz. Wir haben jetzt direkt nochmal angeschlossen, ein zweites Commentary gedreht und damit heißt es auch automatisch, ne, der Jan ist wieder weg. Ja, hey Leute, ich bin's wieder, euer Jan. Und leg der mal los. Kellner, der Kellner Gaming. Der Gaming Kellner. Gaming Kellner. Der Gaming Kellner. Gaming Kellner, naja, alles klar. Ganz schick. Gerade ist mir auch ein super Thema eingefallen. Und zwar habe ich es gerade wieder vergessen. Das ist auch geil. Spaß. Wir reden jetzt mal über unsere Ausrüstung und was du gerade so hast. Weißt du, was ich meine? Ach du Scheiße. Ja. So, kurze Info. Wir haben gerade die Mikrofone getauscht. Also zurzeit benutze ich seinen roten NT1R, NT1A und er meinen T-Bone SC450, so stimmt's. Und was hast denn du eigentlich für ein PC oder was für Konsole? Was machst du da so? Ne? Weiß Bescheid. Also meine Let's Plays nehme ich ja von der PS3 auf. Ich habe da noch so eine ganz alte, keine Slim oder Super Slim, diese neue da. Ich nehme mit der HDP VR 2 auf, Gaming Edition. Und die ist da angeschlossen an meinem Laptop von Lenovo. Das hat mich 500 € gekostet. Hat 2,6 GHz Prozessor, 4 GHz. Okay, es ist schlecht. Ja, halt Schnauze. Ey, komm, soll ich mal meine Werte vorlesen? Ne? Ja, ich kann mir halt nicht alles leisten, weißt du? Ja. Du doch nicht. Also ich hab einen i7 Prozessor mit 3,4 GHz und 8 GB RAM, so. Angeber. Ja, Digga, was soll's, ne? So, Leute. Gott, Leute, wir guck mal, die schalten jetzt glaube ich schon weg, weil die so gelangweilt sind. Nee, ich habe auch schon, ich kann auch schon mal eine hübsche Geschichte erzählen. Und zwar war das früher meine PS3. Ich hatte auch noch früher die uralte PS3. Ja, da habe ich auch noch angefangen Videos damit zu drehen. Da hatte ich das Ding auch noch, ne? Oh, ich bin da voll am Quickscope, aber ich treffe nichts. Es war auch so, es war echt die beste Zeit, so früher, anfangs Uncharted, auch die Community war so stark und jetzt ist sie so auseinandergefallen und mein Ziel ist es einfach wieder die Community zusammenzufügen, egal, aber das ist jetzt Nebenthema, das ist dann wann anders das Hauptthema, sag ich mal. Und zwar war das so, es war vor ein, zwei Jahren, fett Sommer, draußen 30 Grad, 35 Grad, voll im Sack, ne? In meinem Zimmer, was glaubst du, jetzt rate mal, wie viel Grad hatte es in meinem Zimmer, was glaubst du? 35 bis 40, sowas. Da war es, okay. In meinem Zimmer hatte es 52 Grad, ja? Als ob jetzt. Ich schwör's dir. Ein Scheiß. Ich schwör's dir, es war eine richtige Sauna. Und du hast es gemessen, wenn dann mit der Fahrenheit, Alter. Nein, 52 Grad, ich hatte doch so einen Wecker. Der war voll geil, aber jetzt habe ich jetzt irgendwie nicht gewusst. Oh, war der geil, der Wecker. Ja, man, das war so geil. Und wie gesagt, 52 Grad in meinem Zimmer, ja? Und die schöne Belüftung von der PS3 soll es ja alles schön halten. Schön kühl halten, ja? Aber bei 52 Grad Celsius wird es schon ein bisschen schwer für diesen hübschen Lüfter, noch kühle Luft rauszubringen. Was macht es? Das bringt einfach nur noch heißere Luft raus. Weißt du, was passiert ist? Dein Zimmer hat sich erhitzt. Noch mehr. Bei hinten, wenn du bei der PS3 guckst, hast du ja schön so Luftdinger, wo das Luft rausgeht. Ja, ist ja schön. Ja? Das ist geschmolzen! Alter! Meine PS3 ist geschmolzen! Scheiße! Meine PS3 ist geschmolzen! Das war so geil! Ich hab so gefeiert, aber ich war auch so am rumeiern, Alter. Ich hatte dann 3 Wochen keine PS3. Sie hat dann einen Wylot bekommen. Weißt du, was ein Wylot-Fehler ist? Nope. Wylot-Fehler ist es, wenn du die PS3 versuchst anzumachen, kommt dann diese gelbe LED und dann fährt sie wieder runter. Achso. Das ist einfach, das liegt daran, dass an der, das ist einfach so Kontaktgel an dem Prozessor oder irgendwie sowas war's und das ist dann geschmolzen, da hatte ich gar keinen Kontakt mehr in der PS3. So Kurzfassung, wer es genauer kennt, kann es gerne in die Kommentare schreiben, ist auch Nebensache. Und damit hatte ich einen Wylot-Fehler und somit auch keine PS3 mehr. Weißt du, was dann noch besser war? Was? Nach zwei Wochen hatte ich eine neue PS3, ja? Ich musste erstmal mein ganzes Erspartes da raushauen. Ich habe ja noch nicht gearbeitet. Und das ist übrigens das nächste Thema für das auch nächste Commentary, wo ich arbeite, was wir machen, ne? Wir sind bei der same Jobs und sowas, ne? Bescheid. Kollegas. Kollegas, also wir sind Kollegas, ey. wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, da musste ich erstmal meine Ersparnisse fett raushauen. Und dann hatte ich noch einen alten PC. Der hatte 1,5 GHz einen Kern, Alter. Das war ein Steinzeit-PC.
So viel hatte nicht mal mein erster PC, Mann. Meiner hatte schon keine Ahnung, wie viel Gigahertz. Mein iPhone 4 hatte einen schnelleren Prozessor. Mein Handy hat jetzt einen schnelleren Prozessor. Ja, mein Handy hat auch einen schnelleren Prozessor als dein PC, Alter. Scheiß. Doch, ich habe einen Snapdragon 800. Keine Ahnung, wie schnell der ist. Okay, aha. So schnell, aber wir kommen nah dran, sag ich mal. Nah dran, ja. Ja, und jedenfalls mit diesem Ding habe ich Videos gemacht. Ich habe früher so viel Zeit in YouTube investiert. Ich habe für ein Video, das zu rendern, habe ich 8 Stunden gebraucht. 8 Stunden? 8 Stunden, jetzt brauche ich 10 Minuten. Ich brauche auch so lange ungefähr. 10, 15 Minuten für ein 10-Minuten-Video. Und früher habe ich 8 Stunden für euch da investiert. Zeit investiert pro Video. Und das bei irgendwie 80 bis 100 Videos. Da rechnet mal aus, wie viel ich da rausgehauen habe oder wie viel Strom ich für euch ausgegeben habe. Ja, ist schon heftig. Dann solltet ihr mal was zurückzahlen, ne? Ein bisschen Dankbarkeit zeigen hier. Ja. Lass mal Kohle rüberwachsen. Hier Spendenkonto und so. Nein, ich hab's gerne früher gemacht. Es hat mir auch richtig Fun gemacht, da auch die Abonnenten die Zahl zu sehen, wie sie einfach immer wächst und so. Ist auch früher gewachsen. Hey, die wächst schneller als bei dir, Alter. Und jetzt könnten wir eigentlich doch noch kurz was uns sagen, an den nächsten Thema ankratzen. Was machen wir eigentlich? Was machen wir? Wo sind wir? Müsstest du es gut sagen, oder was? Ich rede hier. Wie, was machen wir? Arbeit oder was? Arbeit, ich hier Arbeit. Also wir sind Deutsche Bahn, weißt du, Deutsche Bahn? Ja, Deutsche Bahn. Ja, wir sind bei der Deutschen Bahn. Bereich Südwest, ne? Ich sag nur, wer nichts will und wer nichts kann, der geht zur Deutschen Bundesbahn. Yeah. Ich höre, das hat mir so eine Tussner-Disco gesagt. Ja, ich hab den Spruch noch nie gehört, bis ich da gearbeitet habe. Ey, das ist so ein Scheiß. Wer nichts kann, kommt zur Deutschen Bundesbahn. So ein Scheiß. Zum Glück sind wir jetzt schon die Deutsche Bahn AG, ne? Also nicht mit Bundesbahn. Ja, wir sind die Deutsche Bahn Arschgeburt. Ich schwöre, das war der Klasse, schickt es so Herr Lang oder was, wie er auch heißt. Hey, Chef. Ihr habt einen anderen Chef als wir, ne? Ah, okay, cool. Also wir kriegen schon bald Kündigung. Yeah. Ja, Mann. Nee, und wir sind da Fahrdienstleiter bei der Deutschen Bahn. Willst du kurz mal erklären, was das ist, was wir machen? Vielleicht denken die jetzt, bist du der Lokführer? Ey, bist du Schaffner und so? Nein. Also, ja, wir sind die Typen, wir sind sozusagen die Typen, die stecken hinter der ganzen Technik sozusagen und wir verstellen die ganzen Weichen, damit die Züge halt auch in die richtige Richtung fahren und die Signale, also wenn ich weiß, was ein Signal ist für die voll Doofen da draußen, das sieht so aus wie eine Ampel. Eine Ampel für Züge. Ja, genau. So kann man es auch sagen. Oder was für die Leute, die sich immer noch nicht vorstellen können, können es eher so vorstellen. Also ihr kennt ja beim Flughafen den Tower, ja? Die lotsen sozusagen die Züge. Wir machen dasselbe, bloß in einem Stellwerk, heißt es bei uns. Und wir lotsen keine Flugzeuge, sondern wir lotsen die Züge. Wir bringen die Weichen in die richtige Stellung. Oh ja. So geil, so geil. Macht auch richtig Fun, finde ich. Also ich mag den Job. Magst du den Job eigentlich? Ja, also der ist auch ziemlich chillig, muss ich sagen. Ja, das macht richtig Fun, ist chillig und ich kann mich jedenfalls nicht beschweren. Ja, du frühstückst auch jeden Morgen auf dem Stellwerk. Ich brauche gute und viel Energie und viel Vitamine, um gut arbeiten zu können, hallo? Hey, ich mach das, bevor ich zur Arbeit war noch. Alter, ist auch... Ich stehe da um 5 Uhr morgens auf und um 5.10 Uhr habe ich schon mein Frühstück gegessen. Ja, das war schon so das Ankratzthema für das nächste Mal. Und das war's ja auch schon, die 9 Minuten sind schon fast rum. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mal einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt mal einen Daumen runter. Bitte mit Begründung, warum hat's euch gefallen, warum hat's euch nicht gefallen, hat euch mein Humor gefallen, hat euch Jan gefallen, hat euch ein Penis gefallen, was weiß ich. Oder auch nicht. Jans Link ist in der Beschreibung, die Mugge von JD's Productions ist ebenso in der Beschreibung. Mein Facebook-Account, mein Facebook-Fanpage ist auch in der Beschreibung. Könnt ihr liken, um einfach nichts zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.